Frage bitte. Danke, Roman, und vielen Dank auch Luise für diese schöne Vorstellung. Roman und ich würden heute einige Argumente und Gedanken präsentieren, die aus unserer Forschung gekommen sind in den letzten Monaten. Und es geht bei uns um interkulturelle Studien und Internet Studies und wie sie wahrscheinlich so besser vielleicht miteinander harmonieren können. So eher ein Miteinander und lieber kein Nebeneinander. Die nächste Folie, Roman. Genau, unsere Gliederung sieht so aus. Wir haben so eine kurze Einführung, dann reden wir etwas über die interkulturellen Studien, dann sagen wir etwas zu Internetstudien, wissenschaftsgeschichtlich betrachtet, zu einem gewissen Punkt zumindest. Und dann am Ende geht es um konkrete Argumente, wie diese beiden Felder so besser harmonieren können einfach. Okay, ja, und dann gebe ich zu Roman weiter. Alles klar, los geht's. Wir beginnen im Jahr 1736. Das war das Jahr, als Friedrich der Große seinen ersten Brief an Voltaire schrieb. Und wir fragen uns, ob diese zwei Persönlichkeiten, ja, auch die zwei Kulturen und Sprachen, ob die zwei Berufungen, die damals so aufeinander getroffen sind, ob das heute auch noch per Briefaustausch stattfinden würde. Vermutlich, wie ihr uns ja alle euch wahrscheinlich auch denkt, nicht. Heute würde das vielleicht so ablaufen. Zunächst, ja, neugierig geworden auf den Voltaire, würde Ed, der alte Fritz, den Voltaire auf Twitter folgen. Vielleicht würde eine förmliche, höfliche Kontaktanfrage auf Xing folgen. Mit der Zeit hätten sie sich das eine oder andere geistreiche Meme auf WhatsApp geteilt. Und schließlich ein MS-Team aufgemacht, um über ihren Gedankenaustausch über Macht und Gesellschaft weiter zu elaborieren. Durch die digitalen Medien ist das Ferne einfach in unseren privaten Raum eingedrungen. Ja, wir kennen das mit dem Auslandssemester zu Hause, was einige erleben mussten, mit Zoom-Meetings, die in unseren eigenen Wohnzimmern stattfinden, oder mit heißen Duellen mit FIFA-Spielern in Malaysia, auch ganz von zu Hause aus. Das Vertraute, Familiäre ist oft viele tausend Kilometer entfernt und das Unbekannte befindet sich in unserer nächsten Umgebung. Und damit rücken interkulturelle Kommunikation, interkulturellen Studien und die Internetstudien zusammen. Diese beiden Felder haben eine neue Bedeutung erfahren. Ne? Sie haben vielleicht paradigmatische Umwälzungen erfahren. Ich glaube, eben war auch in einem Wonder Me davon hin und wieder die Rede. Und sie sind dabei, wie wir heute versuchen wollen zu zeigen, miteinander verwoben, indem sie eine neue Welt betreten, eine Welt der digitalen Interkulturalität. Eigentlich ist es recht schade und durchaus merkwürdig und für uns heute Anlass genug, mal darüber zu sprechen, dass diese beiden Felder bisher relativ wenig Aufmerksamkeit füreinander hatten. Daher zunächst die kurze Einführung über die interkulturellen Studien, wobei die Entwicklung der interkulturellen Studien allen Anwesenden hier bestens, wahrscheinlich vielen, auch sogar einigen von Ihnen noch besser als mir, vertraut ist. Schließlich habe ich bei einigen von Ihnen ja selbst studiert. Ich rufe aber noch mal in Erinnerung, dass es in den 50ern losging. Mit Diplomatinnen und Diplomaten von den USA ausgehend, ja, so die ersten systematischeren Beschäftigungen mit Interkulturalität und einer, ja, interkulturellen Studienausrichtung. Der Fokus dieser Ausrichtung, dieser interkulturellen Forschung, der erweiterte sich dann ja, wie wir wissen, in den 70ern, 80ern, auch noch in den 90ern auf alle möglichen weiteren Formen von Entsendung. Wobei wohlgemerkt, dass häufig immer noch eine gewisse elitäre Art der Entsendung war. Ja, also es betraf auch nicht alle Welt und jeder Mann und jede Frau auf der Welt diese Möglichkeiten des interkulturellen Austauschs. Und auch der Fokus der Wissenschaft lag häufig eben auf diesen sogenannten Eliten. Erst danach, also jetzt vielleicht so letzten 2 Jahrzehnte, erweiterte sich der Fokus und es rückte vielmehr der ganz gewöhnliche Kulturreisende, die ganz gewöhnliche Kulturreisende in die Aufmerksamkeit auch der interkulturellen Studien. Und wir fangen an, die Interkultur eben im Alltäglichen zu erkennen, im Alltäglichen zu betrachten. Und diese alltäglichen Begegnungen, die finden eben heute zunehmend auch online statt.
Also in einer on- und offline laufenden Welt, aber auch sehr stark online. Und unsere Online-Begegnungen sind häufig interkulturell, ohne dass wir es merken. Ja, es ist passiert sozusagen im Internet, weshalb wir auch aus unserer interkulturellen Studienperspektive heraus heute mal über den Tellerrand blicken wollen und uns mit den Internet-Studies befassen, ein Mysterium, das Fergal jetzt netterweise ein bisschen besser beleuchten wird. Fergal, bitte. Danke, Roman. Die Wurzeln von Internet Studies liegen in den USA, was vielleicht nicht unbedingt überraschend wäre, weil die Technologie des Internets dann auch hauptsächlich in den USA entwickelt wurde. Nicht nur, natürlich, es gab so parallele Entwicklungen in Frankreich und Großbritannien und die Schweiz, aber hauptsächlich wurde das in den USA entwickelt. Und natürlich dann flossen dann auch militärische Geld rein, was inzwischen dann nicht mehr gerne erwähnt wird. Aus diesen Gründen, die ersten Intellektuellen, die sich damit beschäftigt haben, wie das Internet soziale und kulturelle Änderungen bringen könnten, waren dann auch Amerikaner. Und die werden inzwischen als Cyber-Utopians genannt, Cyber-Utopismus. Und die Cyber-Utopians dachten dann schon zukunftsorientiert. Sie sahen das Internet in sehr positiven Sinnen als etwas Grundsätzliches demokratisierend und hat dort die Möglichkeiten, neue Gemeinschaften zu schaffen, zu kreieren, die dezentral, nicht hierarchisch und teilweise jenseits der Marktwirtschaft funktionieren könnten. Ein klassisches Beispiel davor ist hier John Perry Barlow. Und die Cyber-Utopians wurden auch teilweise sehr von dem Counterculture der 1960er beeinflusst. Und sie sind quasi zusammengekommen dann mit unterschiedlichen technologischen Ideen. Und Barlow zum Beispiel, der war Cyber-Denker, er war Bauer und hat auch so Texte für The Grateful Dead geschrieben. So schon jemand, der interessant war. Die Cyber-Utopisten waren dann auch linkslibertär, muss man auch sagen. Die waren teilweise sehr antistaatlich, sehr anarchistisch orientiert, aber dachten, dass das Internet so neue Freiheitsangebote verkörpern könnte. In den frühen 90ern, da gab es dann schon einen Wechsel so in die California Ideology, so Richtung, wie man das heute bezeichnen würde, oder Cyberliberalism. Und hier bei diesen Denkern, sie sind dann auch so countercultural zu einem gewissen Punkt, aber sie kommen zusammen so mit schärferer Wirtschaftsideen und so mit Neoliberalismus. Und man sieht dann zum Beispiel die Californian Ideology als beherrschend, so was was Google angeht und Apple und so weiter und so fort. Manuel Castells kennen wir alle bestimmt, der ist natürlich dann auch ein wichtiger Denker und erzählt dann auch, zumindest seine frühen Texten, auch zu Cyber-Utopianism. Genau. So, wie sieht die akademische Institutionalisierung von Internet Studies aus? Das hat in den USA angefangen, in den 90ern, zum Beispiel mit den ersten Zeitschriften, die gegründet wurden. Ein gutes Beispiel hier ist der Journal of Computer Mediated Communication, 1994 gegründet, aber dann vor allem mit The Association of Internet Research, ein Dachverband für Internetforscher, das im Jahr 2000 gegründet wurde. Die Association of Internet Researchers existiert natürlich immer noch. Es ist sehr, sehr groß geworden. Sie haben eine Konferenz jedes Jahr und inzwischen ist es ziemlich schwer, dann überhaupt reinzukommen, überhaupt etwas, ein Paper präsentieren zu können. Internet Studies war von Anfang an interdisziplinär orientiert, eher so ein Feld und keine Disziplin. Die Methoden wurden so rausgesucht und rausgenommen von unterschiedlichen Disziplinen. Sonia Livingston schreibt, dass die Einzigartigkeit des Internets und deswegen auch die Einzigartigkeit des Internet Studies liegt daran an die Hyperglobalität, die Hyperinterkulturalität von dem Medium an sich. Zum Beispiel, sie schreibt, the uniqueness of the Internet
lies in the facilitation of the technologically mediated extension of human abilities, sorry, to communicate across time and space, and so enabling a greatly increased degree of connectedness among social actors worldwide. Man kann natürlich so ähnliche Argumente bringen, was andere Kommunikationsentwicklungen betrifft, so das Radio, den Fernsehen, auch die Bahn und so weiter und so fort. Aber wenn man so mit Livingston denkt, mit dem Internet ist das quasi eine Hyperentwicklung, die letztendlich unvergleichbar mit anderen Entwicklungen ist. Dann die nächste Folie. Okay, so wie hat sich dann die Internet Studies entwickelt? So nach Barry Wellman kann man hier drei Phasen sehen. Phase 1 ist die cyber-utopische Phase, wie wir dann schon erwähnt haben, dass die Gedanken von öffentlichen Intellektuellen dann wirklich hier in die Wissenschaftsdiskurs dann reingeflossen ist. Und diese Phase ist dann spekulativ, sehr positiv und sehr philosophisch. Er sieht die zweite Phase, so ungefähr beginnend 1998. Und hier kommen die ersten Versuche von der Systematisierung und Beschreibung des World Wide Webs. Nach Wellman gibt es hier eine dritte Phase, so Mitte der 2000er Jahre. Und hier sieht er die erste analytische Forschung, die dann unternommen wurde, so angeregt vor allem von Web 2.0 und die neuen Möglichkeiten, die das anbot. So, und welche Phase sind wir jetzt? Das ist eine gute Frage. Wir würden vielleicht argumentieren, dass wir jetzt so eine gleichzeitige Stabilisierung und als auch Fragmentierung haben. Stabilisierung im Sinne davon, dass Internetforschung überhaupt nicht mehr etwas ist, das wirklich am Rand steht. Es ist etwas, das wirklich im Zentrum von den Wissenschaften steht. Und wir wissen alle, wir kennen alle so eine ganze Reihe von Forschungszentren, die überhaupt etwas mit Digitalisierung und Internet zu tun haben. Gleichzeitig aber kann man hier auch eine Fragmentierung sehen, so die Schaffung von neuen Subfeldern, wie zum Beispiel Social Media Studies. Es gibt so neue Zeitschriften dazu, die sehr sozialwissenschaftlich orientiert sind. Zum Beispiel, es gibt dann auch die neue Meme Studies, die sehr kunstwissenschaftlich orientiert ist, als auch App Studies, die teilweise eher so technologisch orientiert wäre. Dann die nächste Folie, Moment. Dotten auf der anderen Seite, er teilt Internet Studies inhaltlich, und zwar zwischen technologischer Vorgehensweise, so Policy, so rechtliche Vorgehensweise, wie man das Internet so rechtlich kontrollieren bzw. Einfluss darauf haben könnte, und in Bezug auf Usage, so wer benutzt das Internet, wer benutzt es nicht, wie wird das benutzt und wie beeinflusst das Internet den politischen, sozialen und kulturellen Wandel. Dazu sieht er, und das ist eigentlich ganz wichtig, die Internetization of various disciplines, dass jedes Disziplin an sich ihre eigene Internetorientierung hat, die nicht unbedingt von Internet Studies teilhaben muss, aber dazu dann zählen könnte. Und das sieht man an einer Reihe von unterschiedlichen Disziplinen so in den letzten Jahren. Zum Beispiel, das sieht man auch an Geschichtswissenschaften. Man hätte nicht gedacht, dass man die zwei Gebiete so zusammenbringen könnten, Geschichte und Internet. Aber seit 2017 gibt es die erste wissenschaftliche Zeitung für Internetgeschichte, Internet Histories, die aus Dänemark und den Niederlanden herausgebracht wird. Und drin kann man sehr viel über die Entwicklung von den Technologie an sich in ganz vielen unterschiedlichen Kontexten und die Geschichte von Wahrnehmung und Interpretationen von den neuen technologischen Möglichkeiten. Und dazu, nach dort gibt es auch ein Array of Internet-Oriented Methodologies, dass jeden Disziplin dann auch teilweise Methoden angepasst an das neue Medium oder das quasi neue Medium. Dann die nächste Folie. Ja, und wo sind wir dann jetzt ideengeschichtlich oder intellektuell gesehen in den letzten 10 Jahren? Wie wir gesagt haben, die 90er waren sehr beeinflusst von cyber-utopischen Gedanken. Und vielleicht in den letzten 10 Jahren
sind wir sehr damit beschäftigt, mit selber dystopische Gedanken. So zum Beispiel Morozov hat ein sehr bekanntes Buch geschrieben in 2010, das letztendlich diese cyberutopische Framing komplett angegriffen hat und meinte, dass das Internet an sich überhaupt nicht demokratisierend sein sollte und kann dann sehr wohl für autoritäre Regierungen und das Internet benutzt werden. Angela Nagle in 2017 in ihrem Buch Kill All Normies, was inzwischen sehr kritisiert wird von vielen Leuten. Bei ihr, sie argumentierte, dass zu einem gewissen Punkt die Cyber-Utopisten zwar recht hatten, dass das Internet wirklich Möglichkeiten anbietet, neue Gemeinschaften zu kreieren, aber sie meinte, das wird vor allem von neuen Rechten dann benutzt, die sich da vernetzen und um Cybermobbing dann auszuüben. Es ist interessant, in den neuesten Handbüchern der Internet Studies, auch den neuesten von 2020, sieht man immer noch diese Gegenüberstellung von Cyberutopie, Cyberdystopie. Und es ist interessant, dass es so immer noch so präsent ist. Und wie wir dann schon in dem Workshop besprochen haben, postdigitale Ideen sind hier dann zumindest für uns wichtig. Zusammengefasst hier von Sinclair und Hayes mit der Rejection of Binaries, dass man hier diese Gegenüberstellung von Online, Offline nicht mehr sieht. Ganz vereinfacht gesagt. Und dann natürlich dann noch Knox, dass es nicht nur dass man diese Gegenüberstellung nicht mehr akzeptiert, aber man denkt, dass die Digitale so in der Materiale so entwoben ist, dass man dann auch in eine ganze Reihe von existierenden sozialen Praktiken und wirtschaftlichen und politischen Systemen dann auch verwickelt ist. Dann die nächste Folie. Ja. Ganz wichtig hier von unserer Perspektive zumindest ist die Critical Internet Studies von Hunziker. Das ist so quasi ein Cultural Studies Turn. Und nach Hunziker muss man zwei Sachen machen, um wirklich einen kritischen Internetstudien zu betreiben. Ansonsten macht man nur nach seiner Meinung nach Rezeptionsstudien, Rezeptionsgeschichte. Erstens ist das die Materialitäten des Internets kritisch zu betrachten. Okay, Software und Hardware, those owning it and regulating it. So die Machtfrage ganz praktisch, was Hardware und Software angeht. Und er meinte, man sollte da qualitativer arbeiten. So die Bedeutungsrahmen so im Mittelpunkt sollte gestellt werden. So the discourses, ideologies, social imaginaries and victims. The spheres of meaning generation and distribution, which is one of the primary modes in which the Internet operates. Interessanterweise nennt er das Internet dann auch so ein Medium of Utterances, so ein Medium der Äußerungen. Und zentral für ihn sind die Fragen, in whose interest and who benefits from the actions, policies of these utterances. Und ja, yeah, dann zurück zu Roman. Klar, vielen Dank, Folge. Wir haben uns jetzt ja gerade kurz die Geschichte der interkulturellen Studien angesehen, relativ kurz, weil hier allen ja wahrscheinlich bekannt und etwas ausführlicher, danke, Folge, die Entwicklung der Internet Studies. Und dabei sind hoffentlich einige Gemeinsamkeiten augenfällig geworden. Die liegen erstmal so auf struktureller Ebene. Beides sind Disziplinen, die irgendwie aus einer nach Zweiten Weltkrieg Entwicklung sich speisen, beide von den USA ausgehen, mittlerweile natürlich in der ganzen Welt beheimatet. Und beide reflektieren und greifen die Umbrüche der 1990er Jahre auf. Auch in der Akademisierung gibt es Parallelen in der Art der Institutionalisierung und vielleicht auch in der Frage, ob wir bei beiden Fällen lieber von Feldern statt Disziplinen sprechen, auch vielleicht aufgrund ihrer Interdisziplinarität. Die Gemeinsamkeiten liegen zunehmend aber auch in denselben Themen, die behandelt werden. Vor allem seit dem ja, sehr großen Umbruch, den das Internet erfahren hat mit dem Web 2.0. Das ist eigentlich eine Veränderung des Internets, die man ja gar nicht genug hervorheben kann für soziale Fragestellungen. Denn plötzlich änderte sich so die Haltung des Konsumenten. Ja, also die Internetnutzer waren sehr häufig Konsumenten zunächst und mit dem Web 2.0 wurden sie plötzlich Produzenten, ja, oder Konsumenten, Produzenten, Prosumer, sagt man dann, also als Kofferwort aus Producer und Consumer.
und ändert natürlich die ganze Dynamik und auch soziale Fragen, die das Internet mit sich bringt. Das sind Fragen nach Kohäsion, nach Kollektivität, nach Macht, nach gesellschaftlicher Veränderung und so weiter, die auch jetzt die Internet-Studies zu interessieren beginnen. Ich habe hier ein Zitat von Cardoso, Lang und Lapa, die skizzieren die Fragestellung der Internet-Studies mit How societies are changing, what are the key drivers of change, which changes are better or worse, how the Internet mediates the social changes and social relations, and what are its impacts on the states of democracy, culture and social exclusion. Cardoso, Lang und Lapa sind wohlgemerkt jetzt keine ausgewiesenen Forscherinnen und Forscher im interkulturellen Kontext, sondern sie schreiben hier von und für die Internet-Studies, auch wenn gerade dieses vorgetragene Zitat sicherlich auch ein Statement der interkulturellen Studien hätte sein können. Gucken wir uns also jetzt zum Schluss noch mal vier Aspekte an, die wir hier gerne zur Diskussion auch stellen wollen, die für uns sozusagen Annäherungspunkte sind, um auch weitere Erkenntnisse in der Vermählung der Internet-Studies und interkulturellen Studien zu anzuregen. Dafür haben wir jetzt noch vier abschließende Folien vorbereitet, die das noch etwas mehr zusammenführen. Die erste Schlussfolgerung oder These beschäftigt sich mit der Interkulturalität als digitalem Alltagsfall und nicht mehr als Sonderfall. Wir gehen hier davon aus, wir argumentieren hier, dass anders als früher, als man sich bewusst auf eine interkulturelle Begegnung vorbereitete, zum Beispiel über Trainings und Sendungen oder sowas, findet die interkulturelle Begegnung jetzt heute zunehmend im Alltag statt. Also interkulturell sich zu bewegen, ist nicht mehr so das Besondere, wo man sagt, ich habe da jemanden im Bekanntenkreis, der ist so super interkulturell oder so. Es ist auch nicht so die biografische besondere Erfahrung, ja, mein Auslandssemester von damals oder so, sondern immer mehr, also natürlich gibt es das immer noch, ja, will das gar nicht ausschließen, aber es ist immer mehr nicht mehr der Sonderfall, sondern einfach zu einem Alltagsfall geworden. Es passiert einfach ständig, dass wir interkulturell sind, also uns in einem interkulturellen Raum bewegen. Also auch natürlich je nach Weite des Kulturbegriffs, und wir legen da ja auch einen sehr weiten zugrunde, ist das für alle hier Anwesenden auch gar nicht so neu. Ne? Also ich komme jetzt hier nicht mit einer super überraschenden, provokanten These, aber wir wollen trotzdem den Blick darauf schärfen, dass gerade durch die Internetkommunikation diese alltägliche Interkulturalität eine ganz neue Dynamik bekommt oder eine neue Dynamik bekommt, noch allgemeingültiger ist für noch mehr Menschen, noch weiter weg von diesen Eliten hin zu den ganz normalen Menschen. Diese allgemeine, allgegenwärtige Interkulturalität, in der wir uns ja immer so bewegen, hat jetzt auch einen neuen Raum bekommen. Ja, der ist eben kein physischer Raum, sondern ein online stattfindender Raum. Insgesamt wird interkulturelle Aktivität dadurch eben für digitale Akteurinnen und Akteure immer selbstverständlicher. Kommen wir zum zweiten Punkt, Vögel, bitte. Okay, die zweite Schlussfolgerung hier, was so quasi die mögliche Hyperlinks zwischen den Domains sein könnte. Hier geht es um die potenzielle Hyperinterkulturalität durch die Erweiterung der Lebenswelt. Okay, wir sind alle mit dem Begriff Lebenswelt vertraut und wir wissen alle, dass die Lebenswelt dann wirklich erweitert wurde durch die neuen technologischen Möglichkeiten. So Zhao argumentiert zum Beispiel, instead of centering on the here of my body and the now of my present, the reality of everyday life is now organized around both the here of my body and the there of my mediated reach. Okay. Und wir würden dann vielleicht argumentieren, dass das Jetzt, das Now, der Gegenwart und das There, the Dort, meine mediale Reichweite ein potenzieller interkultureller Ort
ist und beziehungsweise sein könnte. Wir benutzen dann sehr bewusst den Begriff potenziell hier, weil wir wissen, dass es so ganz viele unterschiedliche Internets gibt, ganz viele unterschiedliche Möglichkeiten durch den Internet und dann die teilweise Algorithmus gesteuert sind und teilweise weniger so, und dass es so quasi um Potenzialitäten dann geht. Aber hier geht es letztendlich um YouTube-Kommentaren, so unter den Filmen, so mögliche Kontakte auf Tinder, Twitter-Kontakte, so Dark-Web-Plattformen, so wie 4chan, die wirklich schwer zu untersuchen sind, glaube ich, so Gamer-Plattformen wie Twitch oder einfach Kontakt mit Algorithmen oder künstliche Intelligenzen, die wirklich gewissen kulturelle Logiken beinhalten. Und wir würden dann argumentieren, dass diesen Aspekt der Erweiterung der Lebenswelt, es wäre vielleicht von Vorteil, das interkulturell zu betrachten. Dann die nächste Folie. Moment, danke. Dritte Schlussfolgerung. Wir würden sagen, dass die machtsensible IKK, Orientierung und Critical Internet Studies, was schon teilweise vorgestellt wurden, letztendlich zwei Medaillen zwei Seiten der gleichen Medaille sind. Wir haben dann schon gesehen, dass Hansiger argumentiert, dass Critical Internet Studies, es geht um die Wahrnehmung von der Materialität des Internets und die Rahmenbedingungen für die Schaffung von Bedeutungen, so in der System of Mass Assurances. Und Zhu Haiyou schreibt zum Beispiel, intercultural communication could and should be studied as a series of social interactions mediated by a range of forces and subjectivities. Wir würden argumentieren, dass diese zwei Orientierungen sehr ähnlich sind und voneinander dann lernen könnte und verbunden werden könnte. Und hier geht es um ein Bewusstsein für soziale und reziproke Diskurse und für Machtverhältnisse und Teilhabe. Dann zu dir dann zurück, Roman. Ja, danke schön. Hier kommen wir auch schon zum letzten Punkt. Man kann jetzt sicherlich diskutieren, ob die Plausibilität oder Vorhersehbarkeit, die Vertrautheit und so weiter durch diese fuzzyhafte, würde ich es in diesem Kontext nennen, Vermischung von On- und Offline-Lebenswelten nicht auch gestört wird. Also ne, dieses permanente zwischen diesen Räumen sich befinden und auch in so einen Status der Unsicherheit und Unvertrautheit hineinbegibt. Also das On- und Offline-Sein, das verschmilzt genauso, wie wir das eigentlich so mit dem Inter- und Intrakulturellen bisher immer so kannten. Also wir jonglieren hier ja auch mit den Begriffen, die uns ja aus unserem Intercultural Study-Kontext bestens vertraut sind, mit denen wir so in der interkulturellen Gesellschaft argumentieren und wenden das auf diesen irgendwie so hybriden und unspezifischen On-Offline-Raum auch wenden wir auch auf den an. Wir nähern uns sozusagen diesem ganzen Sachverhalt mit dem uns ja bekannten Instrumentarium und mit den uns bekannten Überlegungen und finden letztendlich das, was uns schon aus unserer interkulturellen Perspektive bekannt ist, im digitalen Raum irgendwie auch die ganze Zeit wieder. Und diese Entwicklung, dass wir gleichzeitig und eigentlich fast immer und allgegenwärtig sowohl online sind, also wir sind sozusagen ubiquitär online, allgegenwärtiges Online-Sein, und wir sind aber auch immer sozusagen ubiquitär interkulturell, also diese neue Entwicklung oder dieses Zusammenspiel, das wollen wir eben als digitale Interkulturalität bezeichnen, und das soll Ausgangspunkt für weitere Gedankenanregungen, weitere Argumente, vielleicht auch Gegenbewegungen und so weiter sein, Dinge, über die wir gerade in dem Workshop zuvor auch schon schön sprechen konnten und wo wir jetzt im Anschluss natürlich an unseren Vortrag zu weiteren Reflexionen, Diskussionen und Positionen einladen wollen. Die obligatorischen Folien mit den Quellen gibt es natürlich auch. Wir werden diesen Vortrag auf unserer Webseite auch hochladen, dass er im Anschluss auch immer wieder angesehen werden kann. Auch die Aufzeichnungen werden irgendwo dann zu finden sein, wahrscheinlich auch auf unserer Webseite. Und danken erstmal sehr herzlich an dieser Stelle
dass wir diesen Raum, diesen virtuellen interkulturellen Raum hier nutzen durften, um diese Gedanken vorzustellen, und freuen uns schon auf weitere Anregungen und Gedanken.